zu räuchern. So, nehmen wir mal eine Schere und dann fangen wir mal hier an mit der Minze. So, nehmen wir zwei Zweige Minze. Und dann Oregano und Majoran. Rosmarin. Hier zwei Rosmarin. Waldmeister. Gibt es hier noch in Massen? Durch das Kumarin gibt es dann auch einen ganz besonderen Duft bei Waldmeister. So, natürlich Salbei. Johanniskraut. Werde ich jetzt einfach zusammenbinden und dann zum Trocknen aufhängen. Und wenn es dann getrocknet ist, dann kann man sich immer ein Stückchen abschneiden und das dann einfach räuchern. Streusel, die hängt man jetzt einfach kopfüber auf und dann können sie einfach vor sich hin trocknen und man kann dann immer bei Bedarf was holen und kann das einfach dann räuchern. Das ist jetzt hier alles bunt gemischt. Lavendel ist hier zum Beispiel. Reinfahren, Beifuß, Schafgarbe, wilde Möhre, hier nochmal Salbei, Johanniskraut, Brennnessel, Pfefferminz, Ringelblume und natürlich Waldmeister. Ich freue mich schon aufs Räuchern. Man kann natürlich auch Harze zum Räuchern nehmen. Jetzt habe ich gestern hier an unserer Kirche einen riesen Harzpropfen entdeckt. Jetzt habe ich mir gedacht, da können wir einfach ein bisschen was abmachen. Oh, der ist schon ganz schön fest. Hier so abschneiden und dann einfach trocknen lassen und dann kann man das auch ein bisschen mörsern und kann das dann auch einfach verbrennen. Das riecht dann ganz toll. Wo man auch immer noch ganz gut Harz findet, ist an Fichten. Jetzt habe ich mal geguckt hier in unserer, da ist hier auch ein bisschen Harz. Können wir jetzt auch einfach ein bisschen wegmachen. Ups.
Und das lege ich jetzt einfach alles zum Trocknen hin. Und dann werde ich es mal räuchern und gucken, wie es riecht.